So, herzlich willkommen hier auf LS22. Auf der Eureka Map. Ich habe mir ein Stream Deck gekauft, ein Stream Deck Plus von Elgato und das installiert, also Ende der Woche. Ja, und hat mir dabei den Rechner zerschossen. Also, das war aber mein Fehler. Das liegt nicht an dem Gerät oder so, sondern ja, ne? Man sollte vorher schon ein bisschen irgendwie was sich angucken. Habe ich ja auch, aber naja. Mit diesem Audio-Link oder Wavelink-Gedöns da. Das muss ich noch installieren, habe ich nicht. Muss ich noch machen. Aber ich habe ja auch keine, ich habe dann keine Sicherung gehabt vom LS22, vom Windows schon. Ne? Aber naja, also musste ich komplett null anfangen bei neu, ne? Also neu anfangen bei null. Genau. So, ne? Und hab dann natürlich gleich ein bisschen gebaut und weitergebaut und anders gebaut. Man kriegt jetzt sowieso nicht 1:1 hin. Ne? Hier habe ich eine Möglichkeit direkt vom Hof, also von meinem Haus auf den Betriebshof zu kommen. Gucken wir uns dann auch noch mal kurz an. Ich habe es ja versucht, wieder so herzustellen, ne? Aber naja, es ist ein kleines bisschen anders geworden und ein bisschen mehr. So, ne, Gedöns hier rein und ein bisschen anders halt. So, ne, können wir hier einmal raus. Können wir auch auf den Hof. Ja, jetzt, da ist ja gar kein Tor. Doch, doch, das ist hier. Hier ist das Tor. Na, hier kommen wir sowieso dann auch rein. Und hier ist nochmal so, ja, wenn man bloß mal mit dem Auto rausfahren will. Ne, so kurz so. Das geht. Passt man auch mit dem Träger durch. So, aber ich sehe gerade, ich habe mal das Geld auf Null gestellt. Wir haben hier noch einen Wassertank, der weg kann. Weil der ist zu viel und der bringt uns ja auch ein bisschen Geld. So, jetzt muss ich natürlich gucken, welcher ist welcher. Der, den können wir verkaufen. So. Da haben wir schon mal 54.000 Euro auf dem Konto. Das ist ja schon mal schön, ne? So, hier. Das habe ich auch noch ein bisschen eingehegt inzwischen. Mit Bambis. Sollte ein Zoo werden. ist aber nicht. Es sind so viele Tore offen. So, dann haben wir natürlich hier. Nicht mehr Moschendrahtzaun, ne? Sondern ich habe das mal so durchgezogen. Weil das für die Grafik auch besser ist. So, das kennen wir ja hier schon. Das habe ich auch wieder neu gebaut. Na? So, hier steht natürlich wieder wie gehabt unsere Halle. Hier habe ich gedacht, stelle ich jetzt mal die Träger rein. Drei dieselben mit unterschiedlichen Farben. Und hier stehen jetzt unsere unsere Ballenpressen und ich habe einen neuen Schwattmäher gekauft. Ja, Schwattmäher für Gras. So, das ist, was erstmal hier steht. Da hinten, das kennen wir alles. Ne? Ich laufe mal ein bisschen schneller, ihr kennt das ja alles. Ne? Hier stehen wieder unsere zwei Grazien, die Mähdrescher. Gehen wir mal hier durch. Habe auch ein bisschen mehr Licht hier hingebaut und so weiter. So, hier steht noch das Gewicht vom Grünträger. Ja, ich sehe gerade, die haben hier beide das gleiche Gewicht. Ne? Der kriegt eigentlich ein rotes. Ja, gut. Das können wir ja dann noch ändern. So, hier stehen wieder unsere Hochregale. Das liegt schief. Von 6:30 auf 7:30. Aber das brauchen wir auch gleich. Und ja, ansonsten habe ich wieder hier, ne, mit Schilder und
wie gesagt. Hab auch wieder Hühner. Hab denen noch keine Eier geklaut. Ja. So. Na? Hab denen noch keine Eier geklaut. Die stehen hier noch. Und wir haben schon Schafe. Und die haben schon ein Ding Wolle produziert. Na, also Schafe habe ich auch schon. Genau. Gut. Ich meine, das Stream Deck ist gut, ja. Also das zeigt mir, ich habe mir das hier, diese HW-Info, lasse ich mir hier anzeigen auf den ganzen Tasten. Ne, Prozessorauslastung und hast du nicht gesehen, Speicher, Temperatur und CPU, GPU-Auslastung, kann man sich alles anzeigen lassen. So, die haben hier noch Stroh. Na, hier haben wir dann die nächste Ausfahrt. Kennt ihr ja auch schon. Na, da hinten ist Hausi. Also, ne, man kann auch hier, wie gesagt, sich die Tür vom Kopf hauen und nach Hause gehen. Und dann hat man Kopfschmerzen und kann sich gleich hinlegen. Kann man machen. So, na, hier habe ich das ein bisschen mit Hecken schön gemacht und naja, ihr kennt das ja. So, hier ist ein bisschen Gras drin, aber wir müssen Gras mähen, jetzt gleich, und auch Heu machen, ne, für den Kuhstall. So, hier ist wie immer, wie wir letzten Jahr schon hatten, die Kalkproduktion, um die Felder zu kalken. Hier ist natürlich wieder Wasserverteiler und ja, ne, Wasserpumpe, und das wird dann über den Hänger gemacht. Hier habe ich einen neuen Eingang gemacht. Hier habe ich einen neuen Eingang gemacht für die Felder da drüben, oder wenn wir mit großen Geräten hier raus müssen, wollen, tun, dann haben wir hier halt, ne, zwei Schranken. Müssen wir sowieso gleich raus. Genau, könnte auch mal geölt werden hier. So, und dann hier nochmal, ne? So. Bisschen schöner gebaut. Ist schön. So, hier drüben müssen wir Gras ernten. Gras mähen mit dem Schwadmäher und hier auch. So. Da hinten haben wir auch Wiese. Das große Ding ist da Wiese. Und Weizen für die Hühner habe ich jetzt mal zugekauft gehabt, weil ich wollte jetzt nicht nochmal das Feld da mit abmähen. So, dann haben wir hier, wie gesagt, hier kommt Heu rein. Hier ist Stroh drin, wie gehabt. Na, hier habe ich mal getestet, ob der Kuhstall auch Ballen nimmt. Das nimmt er. So wie auf der Oberlon. Habe ich das hier natürlich auch wieder schön gemacht mit Hecke und Licht und so. Ne? So, Kuhstall haben wir noch nichts, weil wir haben noch nicht das ganze Futter zusammen. Aber kennt ihr aus der letzten Folge. Wir machen nur kurz. So, Misthaufen ist ja auch da. So, hier kommen die Kühe dann ruf. Hier habe ich auch ein bisschen im Dunkeln, dass man hier die Begrenzung sieht, mit kleinen Lämpchen gemacht. Da hinten sind die Hallen, wie wir sie kennen. Da ist das Silo. Hier habe ich auch wieder unseren Stromgenerator. Aber noch kein Telekom-Mast. Den kann ich auch noch hinsetzen. Und ich habe hier ein bisschen einen Baum weggenommen. Wir müssen nachher auch noch Bäume wegnehmen. Ja, das ist so im Groben das, was wir haben. Na, hier, das kennt ihr ja alles hier. Das ist noch alles so. Das können wir alles irgendwie. Das ist. Ich weiß nicht, den werden wir wohl behalten. Vielleicht fürs Pflügen. Na, und die anderen muss ich gucken, ob ich die dann wegverkaufe. Ne? So, das ist das Grobe. Und wir werden jetzt hier den in die Welt schicken. Der muss jetzt Gras mähen.
Ja, ne, sieht aus komisch, ne, als wenn man da gleich rausfällt vorne. So. Wenn wir den mal hier hinstellen. Brr. Und das mal runterholen. Hol mal runter. Hol dir mal einen runter. So, wie liegst denn du da drauf? Wer hat dich denn so hingeschmissen? Ich nicht. Ich war das nicht. Naja, so, dann werden wir mal sehen, dass wir den heranfummeln. Und dann kann der in die, ins Grüne. Dann kann der ins Grüne. Komm mal her. Komm mal her. Ist er da durchgeglitscht? Na, hoffentlich kriegt den raus da. Das werde ich ja mal sehen. Ja, hat geklappt. So, mit dem kann ich hier jetzt auch nicht ne, dat, die Mähwerke zusammenklappen. Der muss so raus. So, schneller fährt er auch nicht. Aber das macht nichts. Den lassen wir sowieso alleine arbeiten. Weil ich will noch ein bisschen bauen und Bäume verbrennen. Das hatte ich ja letztens gesagt, wir werden Bäume verbrennen. So, aber guck mal, wie schön, ne? Dachte ich mir, komm, hier machst du neu. Alles Neue macht der Mai. Ja, ich will die Gärten bauen und hier den Hof laden. So, und wenn ich mir das hier so angucke, passt hier viel Zeug hin, ne? Ja. Schauen wir mal. Das gucken wir uns gleich mal von oben an. Wir schicken erstmal den hier in die Spur zum Abernten. Das kann er ja alleine machen hier. Gras. Das kann er alleine. So, muss ich natürlich wieder gucken. Bei allen Geräten, wie die Helfereinstellung ist. Das habe ich mir gedacht. Nee, mach mal einfach ganz normal 0815. So, und dann würde ich mal sagen, Helfermarsch und schießen. Genau. Der ist nämlich ein bisschen breiter wie der grüne, den wir vorher hatten. Und ja, da kann man so Sachen machen. So. Der kann das Feld hier abmähen und das da hinten auch. Eins machen wir Gras und ein Feld machen wir Heu. So, aber bis der durch ist, ne, das sehen wir ja auf der Karte, wie weit der ist. Da fährt er. So. Hier. Ne? Da macht er fertig. Da sehen wir das dann. Jo. Genau. So, dann flitzen wir mal zurück. Flitzi, flitzi. Und Kalk haben wir, ist in Produktion. So, jetzt stehen wir hier mit unserem Talent. Wir brauchen erstmal noch nichts weiter machen. Jetzt müssen wir uns mal, ich gehe jetzt mal in den Baumodus, um einfach zu gucken, wo bauen wir jetzt was hin. Na, das ist der Hof von oben. Na. Ja, hier ist der Gärsilo, das wollte ich noch zeigen. Kann ich auch von hier, ist ehrlich sogar besser. Na. Hier habe ich ein Gärsilo hingestellt, wo wir Stroh, Heu, Gras reintun und dann Silage rauskommt für die Kühe. Na, ein Fermenter. So, hier ist noch gar nichts drin, ne? In diesen Hochsilos, die das ist noch leer. Wie gesagt, das Weizen für die Hühner habe ich gekauft. Erstmal, um Weizen müssen wir uns dann auch noch kümmern. Das ist auch noch unser Feld. Und ich bin jetzt am Überlegen. Ja, das ist unsere Farm hier in der Übersicht. Mal so ganz nonchalant. Na? So.
wie gesagt, das andere habt ihr alles gesehen, soweit. Na, hier, Häuschen. Von oben ist schön, ne? Kann man auch mal gucken. Ja. So, ist noch nicht fertig mit Zäune, weil ich noch nicht weiß. Ja, hier, ne? Er fährt da hinten, er macht sein Ding. Gut, das hat er auch schnell runter. Ne, bis hier habe ich Zaun und dann mal gucken, wie wir das weiter verwurschteln. Aber ja, hier habe ich gedacht, entweder hier kommen die Gärten hin. Das weiß ich noch nicht, muss ich gucken. Weil wir haben hier hinten ja auch noch ein bisschen Platz. Zwar nicht viel. Ich schätze mal, da hinten kommen die Gärten hin. Und hier drüben irgendwie den Hofladen. Hier nicht. Na, oder doch, weil das ist ja auch unser hier. Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Ich habe doch hier so ein Pack. Das ist es. Hier, Molkerei. Die muss auch wieder hin für unsere Milch. Boah, wir haben hier noch zu tun. So. Wo ist jetzt der... Ach hier, für die Mist, ne, Düngerproduktion brauchen wir auch noch für die Gülle. Warte mal, die können wir doch mal gleich irgendwo hinstellen. Das einmal rein und einmal raus. Was ist das? Flüssigdüngerproduktion. Düngerproduktion, Mist brauchen wir. Und das ist Gülle. Den brauchen wir. Ja, ist ja identisch. So, wo wir den Mist reinfahren. Ich glaube, wenn die Geräte verkauft sind, kommen die Hallen hier weg. Und wenn wir den da jetzt hinstellen, kommen wir schlecht ran. Bloß wir müssen den stellen, einmal stellen, weil wenn der mal voll ist und wir räumen den dann weg, ist er wieder leer. Und das wollen wir ja nicht. Tja. Mist. Der könnte doch hier stehen, ne? Aber diesmal hier oben. Nicht mehr so weit unten, wie wir das Häcksel-Dingens hatten. Sondern hier oben. Ich würde mal sagen so. Und dann können wir auch den Weg vielleicht ein bisschen verbreitern. Oder doch nicht? Da kann ja einfach nur... Wir machen das mal so. So, dann machen wir uns das hier wieder schön. So. Ziehen wir das mal hier so rüber. Ich male jetzt so mit Absicht so klein und fein. So. So. Dann machen wir hier mal Gras drunter wieder. So, ich weiß nicht, ob hier... Nee, das wächst nicht mehr von alleine, ne? Nee, hier müssen wir dann Gras hinmachen, weil das sieht nämlich anders aus. Aber, naja, gut. Kann man ja nicht ändern. Ich weiß nicht, warum das Gras hier eine andere Farbe hat. So. So, hier noch und fertig ist. So. Dann können wir da Mist einlagern.
Das ist nämlich sehr schön. So, hier ist noch das Güllebecken, wie gesagt, ne? Da, für den Kuhstall, das echte Güllebecken. Dann können wir jetzt hier Dünger herstellen. Hier ist jetzt, habe ich jetzt hier hingestellt, ne? Für der Ballenhäcksler, der uns zu losem Stroh und Gedöns und Gras und was weiß ich macht, der die Ballen hier kaputt macht. Oh, guck mal hier, er macht hier. Er sagt, er kann schon. Sehr schön. So. Aber ich wollte ja den Hofladen hinstellen, ne? Der kann ja hier mit Ruf irgendwie so. Irgendwie kann da hier hin. Müssen wir mal gucken. Ja, den muss ich jetzt bloß mal finden. Ich weiß nämlich nicht, wo der ist. Den muss ich suchen. Was bist du denn? Hofproduktion, Scheune. Nee. Nee. Oder wie jetzt? Produktion. Ölproduktion, nee. Wo ist überhaupt meine? Hofproduktion. Sah die so aus? Nee, ne? Oder doch? Ich muss mal gucken. Nee, die sah doch anders aus. Hofproduktion. Ist jetzt nicht der Hofladen, sondern Produktion. Hier sind Verkaufs... Hier... Der ist doch... Genau, den habe ich auf Oberon. Genau, das ist den habe ich jetzt gemeint. So, Hofladen. Warte mal. Dann müssen wir auch rankommen an den Trigger. Aber hier schmeißt er ja immer die gekauften Geräte hin. Aber vielleicht stellen wir den ja auch... Hier hin. So, ne? Ne? Laden. So. Müssen wir zwar immer rausfahren, um das Zeug zu verkaufen, oder ich... Nee, naja. Das ist blöd, da stehen die Hütten davor. Ich will nicht noch ein Tor einbauen. Nicht wirklich. Ich meine, wir haben ja noch nicht alles eingezäunt. Das ist immer, wie komme ich da ran? Hier könnte der auch stehen. Hier könnte der auch stehen. Und dann kann man schön so von hinten so ranfahren. Ja, so, dann schieben wir, dann könnte man den ein bisschen reinschieben, ne? Und Parkplätze vormachen. Gut, das heißt, wir müssen hier Bäume verbrennen. Gut, dann kommt der Hofladen nämlich dahin. Ja. Und dann können wir hier einen Weg außen rum malen. Und da müssen auch da Bäume weg. Ja, das ist das, was wir jetzt machen werden. Hinter dieser dunklen Halle müssen Bäume weg. Also müssen wir das tun. Ja. Dann flitzen wir da mal hin. Ach nee, ich brauche ja mein Auto. Mein Auto. Ich brauche mein Auto. Ich brauche mein Auto. Ich brauche mein Auto. Auto. Hoppala. So. Na, einmal hier rum. Ich brauche doch mein Auto.
Hier steht nämlich das Feuer drauf. So, einmal bitte rein in die gute Stube. Ja, na, ein anderes Auto habe ich auch. Also von daher. So, das heißt, wir fahren jetzt mal hier durch. Der Tor ist ja noch offen. Und fahren jetzt mal hinten durch. Wir müssen Feuer machen. Hier müssen wir Feuer machen. Wir müssen gucken, wo wir das Feuer machen. Wo kriegen wir die? Machen wir das auf der Straße? Hier müssen die. Ne, hier können wir das ja machen. Pass mal auf. Aus, raus. Hier können wir das ja machen, das Feuer. Und dann müssen wir hier. Ne? Wir können ja auch wieder Bäume hinsetzen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. So. So, mach mal auf das Ding hier. So, habe ich hier gegurtet. Ne, den habe ich eigentlich, glaube ich, bloß raufgeschmissen, oder? Werden wir gleich sehen, ob das Auto sich mit abhebt. Das werden wir gleich sehen. Komm mal mit. Ne, habe ich nicht gegurtet. Sonst wäre das Auto mitgekommen. So, pass mal auf. Hier. Das Auto werden wir mal wegfahren. Sonst brennen wir das ab. Das wollen wir ja nicht. Das fahren wir mal hier hin, weil hier wollen wir ja eh noch Weg lang machen. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, mit dem Feuer können wir noch ein Stückchen rangehen. Komm mal mit. So. Batsch. So, dann werden wir das mal anmachen. Das Feuer. Brenn, brenn. So. Ja, ich kann durchgehen, da passiert mir nichts. So, du bist gleich der Erste, der hier jetzt mal geopfert wird. Schätte ich ja gerne da lang. Schätte ich ja gerne da lang. Aber du wirst hier nie an. Oh, doch, er fällt in die Richtung. Sehr schön. Dann hauen wir mal den Stummel weg. Und den da auch noch. So, sehr schön. Hallo? Hey. Ist meine Maus. Ist die leer? Ist die. Warte mal, mal Strom reinmachen. Wieso rastet die jetzt nicht mehr? Das ist schlecht. Oder habe ich was gedrückt? So. Du? Kommst mal mit. Und hier rein. So. Und wegbrennen. Und so kann man hier Bäume vernichten. Was ist mit Mausi los? Ich muss die mal ausschalten. Ja, jetzt rastet sie wieder. Ach, Gott sei Dank. Dachte schon, die hat einen Schaden.
So, da ist noch was drin, ne? Der ist noch nicht weg. Dann komm mal her. Ach, du bist am Rand hier angekommen. Hallo? Du musst hier mit herkommen. Das ist jetzt nicht schön. Du bist nicht so schön. Ja, ist, ne? Ist ja auch ein großer Baum. Aber den, der hängt jetzt irgendwie fest. Hallo, 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 hallo. Hier, Baum. Was ist das denn? Komm mal her. Können wir hier was sägen? Normalerweise funktioniert das. Aber gut. Ist ja auch ein alter, knochiger Kumpel hier. Freund. Ja, wir müssen mal probieren. Ah ja, jetzt geht's doch wieder. So und weg. Und schießen. Hat er sich verklemmt. Kann ja mal passieren. So, haben wir alles weg hier, ja. Jetzt ist... So, also der Baum ist weg hier. Ja, wir müssen uns mal hier so durcharbeiten, ne? So, nächster. So lang. Und... Stummel weg. Sehr schön. Bist du schon verbrannt oder was? Wo liegst denn du? Weg? Okay. Er ist weg. Ja, sehr schön. So, du? Weg ist er. Gleich verbrannt. Cool. So. Da werden wir mal den hier nehmen. So. Na, du dürftest jetzt nicht verschwinden. Ne, siehst du, so ist es ja auch. Ja, dann hat er aber haben die beiden günstig gestanden. Na. So, alle Stummels. Ne, hier ist noch Stummel. So. Ah, jetzt geht die Maus wieder richtig. Hat die sich wohl verschluckt? Ich habe die jetzt auch mal rangehängt ans Laden. Nebenbei. So, komm mal mit. Du kommst jetzt auch weg. Weil ich will ja, wie ich schon sagte, nicht mit Forst hier anfangen, rumzufummeln. Ne? So. Schön weg mit dir. Prima. So kannst du den ganzen Müll entsorgen hier, ne? Den. So, dann bist du hier der Nächste. Und dann gucken wir mal. So.
So, alles weggestummelt. Komm mal mit. Ich nehme dich mal so. In die Hand. Und ab dafür. Ab ins Feuer. Ne, da muss ich nicht mit Baumstämmen rumfummeln und zersägen und aufladen und irgendwo hinfahren. Nö. Da bin ich. Das, Forst ist nicht so unbedingt meins, nicht wirklich. So, du hier. Und dann gucken wir mal. Du bist erstmal das letzte Opfer. Mal gucken. Na, nach links bitte. Jawohl. Alles weggestummelt. Schön. So. Bist schon ein Mörderding. Ja, das ist hier, ne? Holzfällerkraft. Das ist schon nicht schlecht, wenn man die hat. So, wollen wir mal gucken, ob das mit dir hier funktioniert? Gucken wir mal. Du bist ja schon ein Riesending. So. Ja, super. So. Dann würde ich mal sagen, wir gucken mal. Es brennt, es brennt. Der könnte noch weg hier. Okay. Der da. Dann bist du der... Und dann sollte das reichen. Für den Hofladen. Ja, um was man sich hier alles kümmern muss, ne? Das ist schon... Und die kannst du nicht einfach so löschen. Die musst du schon, ne? Wegmachen. Wegsägen. Und den Stummel kaputt machen. Alles weg. Wo liegst du denn rum? Und du liegst da irgendwo rum. Na, das ist, na, das wird ja auch hier eine Kunst. Gucken wir mal. Kommen wir mit durch. Natürlich. So. Und tschüssen. Mal gucken. Brenn ihn weg. Jawohl, sehr schön. So, dann machen wir mal das Feuer aus hier. Fertig. Gut. So, dann passt, hier sollte jetzt hier der Hofladen hinpassen. So. Das war jetzt hier, ne, Produktion, Verkaufsstation der so, von hinten sieht das aus, so, dass wir gut rankommen, weil wir haben ja da noch einen Laternenmast. Da ist er. Da ist er. Da ist er, da ist er. Und wie er da ist. Huch. Ja, können wir auch. Na, da lassen wir mal ein bisschen, ne? Beton. Beton, Beton. Beton, Beton. Oh, Beton. Ach komm, wir machen das mal schön. Schön, schön habe ich gesagt, schön. So. 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 Dann machen wir hier natürlich auch schön. Hier machen wir auch Beton. Hier machen wir ein bisschen mehr Beton.
Und noch ein bisschen mehr Beton. Und mal gucken, wie viel Beton. So. So, Dekoration. Sonstiges. So, jetzt kann das magnetische Ding wieder aus an der Maus. Kann ich nämlich besser rollen. Halt. Habe ich noch anderes? Nee, da. Das waren die, ne? Ja, das sind die, die ich habe. Halt. Hier. So, hier. Könnt ihr denn mal parken, ne? So. Und so. 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 Das ist schön. Da sind die Linien. So, da können wir mal hier. Ein paar Autos hinstellen. So. Kannst auch so rumstehen. Oder haben wir noch was? Hier. Olle Flitzi-Ente hier. Ha! So. Gut. Was müssen wir noch machen? Erstmal hier. Doch eine andere, eine bessere Ausfahrt. Eine bessere Ausfahrt. Die müssen wir ein bisschen erweitern hier. Den Baum, glaube ich, müssen wir auch noch wegnehmen. Wir wollten ja hier sowieso noch malen. Dann mache ich das mal größer. So. Ich sag mal so. Das kann ja hier auch jetzt. So. Und da auch. Da müssen noch die beiden Bäume erstmal weg. Gut, dann machen wir das auch. Guten Tag. Hallo. Wir gucken uns den mal an. Guck mal, jetzt passt er schön hier rein, ne? Der Laden. Haben wir doch gut gemacht. Hier sind wir jetzt vorm Hofladen. Hier können sie parken, einkaufen. Ja. Rein kommt man nicht. Ne? Aber hier ist so. Ne, das kommt ja alles wieder. Müssen wir alles wieder anbauen. Hier liegt noch ein Holzstummel rum. So. Komm mal her. Nun nicht mehr. So. Schön. So, das ist der Hofladen. Ne, mit Eistruhe und ist doch niedlich. Sieht so klein aus, ne, wenn man im Baumodus ist, aber ist schön. Komm mal, Parkplatz. Mülltonne. Schön. So, dann würde ich mal sagen, hier, ne, ihr zwei auf dem Weg. Ihr zwei seid auf dem Weg. Genau. Dann machen wir das Feuer an, wieder hier vorher. Einmal Feuer. Und so. Brennst du wieder? Lass es brennen. Lass es. Es gibt auch für das Elgato Stream Deck gibt's auch Profil für LS22 mit den ganzen Tastenbelegungen. Aber das habe ich nicht. Man kann sich das ja auch selber bauen. Aber das habe ich alles noch nicht. Ich habe das ja erst seit Freitag oder so. Und da ich mir den Rechner damit
Machst du den mal weg? Hallo? Mach den Stummel weg. So. Na, da ich mir das ja erst geholt habe. Und mir den Rechner damit erstmal zermüllert habe, das ist dann natürlich erstmal Vorsicht geboten, ne? Bevor man da. Ich wollte auch wieder ein Video machen. So. Mach ihn weg. Mach ihn weg. Das ist eine coole App. Mensch, was habe ich früher immer Bäume gesägt und dann, boah, ich hatte keinen Bock auf Holzfäller arbeiten. Und das ist so geil jetzt hier. So, du musst auch weg. Du musst auch weg. So. Sehr schön. Krabum. Ja, gut, alles weg. So. Du musst auch weg. Dann haben wir da schon mal Platz. Wir müssen noch viel mehr Feuer machen und Bäume sägen, aber das muss ja heute nicht sein. Für die Hof, für die Gärten, ne? Wir wollen ja die Gärten, wir müssen ja Zeug produzieren wieder. Komm, gib alles. Gib alles. Jawohl. Sehr schön. Gib alles. Gib. War da noch was? Habe ich da noch was gesehen? Ja. Halt, Mensch, die Tasten. Ich und. Oh. Blind. Tasten. Hier, komm, du musst auch weg. Du kannst hier nicht liegen bleiben. Hopp. Rinn mit dir und schüssen. Ja, hallo? Muss man euch immer am Arsch anfassen? So, aber jetzt bist du. Jetzt bist du weg. So, die Tastatur steht ein bisschen weiter weg von mir, weil das Lenkrad davor ist. Und deswegen habe ich auch diese Elgato Stream Deck, weil man kommt man da besser ran. Aber habe ich noch nicht fertig. So, hier. Und halt. Ach, das ist, habe ich, ist es aus. Alles gut, denn. Dann komm mal mit. Zum Auto. So, flitzi flitzi. Erstmal wieder ruf da. So. Mal, ne? Wie kommen wir hier hinten raus? Wir kommen raus. Wir müssen ja jetzt nicht jeden Baum abkloppen. Da müssen wir uns halt durchfummeln. Hier. So, dann malen wir mal hier auch. Malen nach Zahlen. Ja, und dann müssen wir gleich gucken. Das Gras ist fertig. Wahrscheinlich. Gucken wir gleich nach. So, hier. Malen. Du da. So. Machen wir das so. Und fummeln uns hier durch. Irgendwie. So. Wo machen wir hier durch? Hier. Und dann da. Lass los. Und dann kommen wir hier raus. So machen wir das, so machen wir das. So. Du bist hier aber hart gekantet, ne? So. Ja, prima.
So, dann haben wir hier uns schon einen Weg hingefummelt. Hier bringen wir dann das immer hin, auf diesen kleinen Hänger, ne? Oder vielleicht auch einen größeren mal, dass wir hier gleich mehr hinkriegen. Von der Produktion, wie auf Oberon, ne? Da sind wir immer die 2 Meter gefahren und haben das abgeliefert. Hier ist das jetzt mal ein bisschen anders. Wäre ja auch langweilig, wenn es gleich wäre, ne? So. Dann hätten wir das schon mal. Ja, die Hofproduktion muss ja auch noch irgendwo hin. So. Kann man ja hier langfahren, ne? Ja, so ist das alles. So, pass mal auf, dann stellen wir dich mal hier hin. Da fliegt der. Da fliegt der Container durch die Gegend. Weil ich den nicht angegurtet habe. So. Wie weit ist hier unser Kollege? Der ist fertig. Na komm. Kannst du gleich ne, aufs nächste Feld. Hast du fein gemacht. Ja. Ist schon. Ja, wie schwadern das ja zusammen. So, komm. Einmal runterfahren, bitte. Einmal bitte runterfahren. Runterfahren, runterfahren. Mhm. So. Aber das reicht dann auch, ne? Ich schub's den jetzt an und dann. Ich habe jetzt gar keine Uhr gestellt, wie lang die Folge jetzt hier ist. Oh. Naja, ich meine, ich bin ja eh nicht so für die kurzen Folgen. Das ist ja für mich alles so Spielkram. So. Dann darfst du hier das gleich nochmal tun. Das darfst du dann nochmal tun. Jupp. Dann gib mir alles. Hau weg. Gut. Und tschüss. So. Machen wir das als Grasballen? Ja, ne? Und das andere als Heu. Oder machen wir erst Heu? Wir machen erst Grasballen. So, dann machen wir uns dann nämlich wieder eine Flotte fertig. Eine Flottille. Hör mal, dich brauche ich. Jetzt, ohne Frontgewicht. Dich brauche ich ohne Frontgewicht. Ohne Frontgewicht. So, hier hinten steht nämlich irgendwas. Wo? Hier nicht. War das hier? Nee. Ich suche auch. ich suche auf meinem eigenen Hof meinen Scheiß. Das ist gut. Hallo? Hallo, wo bist du? Hallo, hallo? Da ist. Das ist, ne? Ist wie Ostern. Ja, ich habe für den irgendwie noch keine, ne, Unterstand. Wird sich aber auch noch finden. Ja, nun nimm mit. Genau, so. Pass mal auf, du da. Pass mir jetzt hier vorbei. Mit der Gerät. Ich habe hier nämlich auch einen Weg gebaut. Oder bleiben wir am Baum hängen? Aber gerade mal, ne? Oh. Na, hier geht es gerade so. So, pass mal auf. Hier. Will ich da die Ballenpresse hinterher gleich hinten ranbammeln? Wollen wir das mal probieren?
Wir probieren das mal. Wenn es nicht klappt, dann muss die Ballenprasse extra auf dem extra Träger. So, wir machen ja Gras, also kommt die grüne. Jo, da hat er aber abgehoben, ja. Die grüne, bitte. Die grüne. Nimm die grüne. Hier, bitte. So. Genau, nimm die mal mit. Einmal aussteigen. Und jetzt brauchen wir den Ladewagen. Na, das hier mit dem roten, orangen Ding dran, das ist ja nicht schön. Da habe ich wieder nicht aufgepasst. Das müssen wir später ändern. So, du brauchst Ladewagen. Da stehen zwei. Ich habe zwei genommen. Man weiß ja nie, nicht? Wenn wir auf zwei Felder gleichzeitig arbeiten und abfahren müssen. So, komm mal mit. Komm mal mit. Gut. Dann kannst du dem jetzt mal hinterherfahren. So, ne? Und zwar Ding, Ding. Ja. Hast du den gefunden, ja? Ja, hoffe ich mal. B, Arbeitsstellung. Dann wollen wir mal sehen, ob du hinterher kommst. Das werden wir mal sehen. Komm. Natürlich nicht. Wäre ja auch ein Ding, wenn das gleich klappen würde. Der hat nämlich keine Linie gezeichnet. Warum eigentlich? War ich wieder nicht auf dem Träger? Nee, war ich wieder nicht. Ach Gott. So, jetzt. Etzala. Jetzt. Jetzt such. Such. Jetzt. Bitteschön. Hallo? Das stimmt nicht. Wen willst du denn jetzt? Du sollst dem Träger folgen. 25 Meter, die. Komm mal, wir üben. Ja, so ist doch schön. Komm. Naja. Gut. Dann mal los. Dann mal los. Guck mal, wir haben eine schöne breite Ausfahrt jetzt gebaut. Nächste. So habe ich das gerne. So. Dann müssen wir mal gucken. Du bist gerade hinten. Dich können wir mal gerade ausklappen. Vorne ausklappen. String H. Quatsch, nicht String H. Oh, String H ist immer gefährlich. Das
Aber was ist das denn? Hatte der die Aufnahme abgebrochen? Naja, gut. Alter. Genau, das will ich hier richtig rum haben. Alles klar. So. Du bist ausgeklappt. Weil ich will das jetzt hier. So, pass mal auf. Mal gucken, was das hier wird. Wir müssen den Träger da hinten auch noch umfummeln. Der ist noch nicht fertig. Der muss ja Versatz kriegen, 2,5 Meter. So, wir machen dich vorne schon mal an. Denn hinten haben wir das schon runter? Nee. Auch an. Dann steigen wir mal aus. Hallo. Tasten. So, du, mein Freund. Ja, wegen Beinahekulisse. Wieso rückst du eigentlich auf die Pelle? Dann, so. So, pass auf. Dann kriegst du den. Und String rechts. Ah. So. Eingeschaltet ist er ja, ne? Denke ich mal. Das werden wir gleich sehen. So, dann kannst du losfahren hier. Kumpel, wir werden uns das Schauspiel anschauen. Helfermarsch. So. Er sammelt ein und macht Ballen. Und er fährt hinterher im Versatz. Genau, du bringst die Dinger zur Welt. Er da hinten macht auch sein Ding. Ja, die Aufnahme läuft. Ja, alles gut. So, sein erster Ballen. Sammel ein. Ja, sehr schön. Ne, das ist das gleiche dann, wie wir das letztens hatten mit dem Getreide. So, mal gucken, wie die hier. Ja, ne? Das könntest du eigentlich auch mitnehmen. Mal gucken. Mit der Ballenpresse hinten dran. Das ist, ne? Was mich interessiert. Aber das scheint zu funktionieren. Haben wir uns einen Träger gespart. Das geht doch. Da haben wir uns einen Träger gespart. Schön. So, dann haben wir nämlich Gras. Für die Schafe. Wir müssen erstmal Silage machen. Obwohl, nee, wir haben ja Silage. Habe ich ja schon reingemacht. Gras, das ist voll. Das können wir in die Scheune packen. Können wir. Ich gucke hier so gern zu, ne? Wenn die hier so rummachen. Und Visit machen. Das ist schon schön. Ja, es gibt auch Ballenpressen, die haben so ein Ding gleich hinten dran, aber ich hab das dann vorne dran. Schön.
So, nimmst du den aus der Kurve auch mit? Komm, gib alles da hinten. Komm, mach. Ja, wunderbar. Sehr schön. Er lässt sich nicht vom Weg abbringen, ne? Da kennt er ja nichts. Hier, mein Freund. Er lässt sich nicht vom Weg abbringen. Guck mal, ruckzuck ist das Feld weg. Der da hinten macht auch sein Ding. Da können wir dann gleich weitermachen im Prinzip. So, und wenn der Strohdings hier, aber ich glaube, da reicht für das ganze Feld. Ich glaube, ein Ballen bleibt sogar frei. Also Platz für einen Ballen. Wäre dann noch. Aber das klappt mit der Ballenpresse hinten dran, direkt hinterm Traktor. Ja, dann sparen wir uns einen Traktor. Das geht. Weil der Lenkradius, der ist groß genug wegen dem Schwader vorne dran. Wegen dem Frontschwader. Das ist das groß genug, dass das sich da nicht einknickt hinten und blockiert und was weiß ich. Schön. Och. Ja, ich habe das Wochenende auch kein LS gespielt. Ich habe gestern Abend die Map da, also hier, ditte wieder hier so gebaut, ne? Und mit dem Tor, das habe ich heute Vormittag gebaut, da mit den beiden Schranken da hinten, den Eingang, den habe ich heute Vormittag gemacht. Ja, und da dachte ich, jetzt muss mal wieder ein Video machen, ne? Aber jetzt habe ich mir das auch gesichert. Hier, LS22, das ganze, den ganzen Ordner außen, na, den ganzen Hauptordner halt, ne? Dass alle Safe Games gesichert sind und hier, wenn ich da doch noch mal ran will, ich will ja noch hier mit diesem Wavelink von diesem Stream Deck, will ich ja noch ran, aber nicht mal heute. Und bevor ich mir das wieder zerschieße, ne, ich habe eine aktuelle Windows-Sicherung jetzt komplett frisch. Und LS22 habe ich mir jetzt auch gesichert. Das wäre cool, wenn da irgendwie in den Optionen, Menüoptionen, wenn man LS22 startet, dass es da auch eine Option gibt, Backup. Backup machen. Ne? Das wäre cool. Da hat ihr einen Fuß gestoßen. Hattet ihr da hinten einen Fuß gestoßen? Na super. Gott sei Dank sind deine Füße rund. Und deswegen ist das nicht so schlimm. Schön. Ihr könnt hier stundenlang zugucken, ne? Ihr wahrscheinlich nicht. Ne? Aber. Finde ich schön. Ich fände die Map auch schön. Hier kriegen die Kühe richtiges, normales Fressen und kein Gemüse. Hier kriegen die Hühner und Schafe auch ihr normales Fressen und kein Gemüse. Ja, was ich ja ein bisschen auf der Flat Texas Map ein bisschen komisch finde. Sonst hätte ich die gespielt, weil die auch so riesige Felder hatte. Ich hatte einfach Bock auf große Felder. Und das haben wir ja da drüben, ne? Das haben wir ja schon mal in der letzten Folge abgeerntet. Mit einem Drescher, ne? Ich habe auch wieder die gleichen Schneidwerke jetzt, ne? Also es ist alles wieder so weit da. Und da ist aber auch Wiese da drüben. Das muss auch runter. Das muss auch noch runter, aber nicht heute. Und die andere machen wir da jetzt auch nicht. Die mache ich alleine weg. Oder so. Oder nächstes Mal. Aber guck, wie das geht, ja? Aber ich will sehen hier bei diesem Feld, ob der Ballenwagen reicht, ne? Ob der reicht. Das dachte ich schon, das war ein Schatten. Der fräst da jetzt einen Vogel durch, aber eine Krähe, aber das war nur ein Schatten. Ja. So.
eigentlich, jetzt gucken wir hier zu, jetzt ist auch scheißegal, hätten wir schon die, naja, Grünlanddüngerwalze brauche ich doch, um da zu walzen. Oder streue ich da einfach nur Dünger auf? Das will ich ja eigentlich nicht. Das reicht einfach, wenn die Wiese gewalzt wird. Na? Dann ist das schon wieder gedüngt. Dann muss ich irgendwelchen Schädercash laden. So, ne? Und, na? Was sagt er hier? Oder macht er noch eine Lage? Oder sagt er jetzt, ist genug? Das nimmt er auch noch mit. Dann macht er noch eine Lage, ja? Ja, cool. Ne? Dann kriegt er so ein dieses Feld hier komplett auf einen Wagen. Ist das nicht schön? So. Helfer hat beendet. Gut. Dann muss ich mal einsteigen. Helfer entlassen. Warte mal, die kannst du auch noch mitnehmen hier. Ist ja doch nicht. Ne. Denn ist ja noch nicht fertig. Du musst ja. Läufst du noch? Nee. Weil hier liegt ja noch was. Das muss ja auch noch rein. So, jetzt. Halt an. Entlass mal, was du noch drin hast. Ist nichts weiter. Ne? Deswegen hier, wenn da noch was drinne liegt. Hier, ne? Da liegt noch was drinne. Das kann dann drin bleiben. Das stört ja nicht weiter. Hast du da hinten alles eingeladen? So, dann machen wir mal hier aus. Dich entlassen wir mal. Hast du fein gemacht. Ballen sind alle drauf, ne? Oder 42 Ballen. 42 Ballen wie immer. So. Okay. Denn Transportstellung und ab damit. Ab damit fahren wir hier gleich rein. Da fahren wir hier gleich rein. Yippie. Hier gibt's auch keine so eine Sprungschanze, ne? So, pass auf. Du bist ja... Da hinten ist... voll. Ja, dann kannst du jetzt... hier rein. Gras. Das auch noch. Und schön. So, dann bringen wir dich wieder raus und dann würde ich mal sagen, das andere wird Heu. Da müssen wir noch den Heuwender mitnehmen. Und da fahren wir dann zu dritt. Da kommt der Ballenwagen hier wieder ganz zum Schluss.
So. Ja, da hinten ist fertig. So, du kannst jetzt hier schon stehen bleiben und aus. So, komm mal. Dann können wir dich noch nach Hause fahren. Hast du fein gemacht. Süß. Dit hat er aber fein gemacht. What? Wo hast du denn noch gemäht? Das ist doch nicht mehr deins gewesen. Naja, okay, wenn es schön macht. So. Sieht aus wie ein Schmerpörsel. Aber Sellerie. So ist das. So ist das, so ist das, so ist das. Guck mal, schön. Ein Feld ist weg. Abgeräumt. Aber sauber machen brauchen wir den nicht. Du kannst dann da drüben, das große Feld muss runter. Wir brauchen Heu und Gras für Silage. Aber das schubse ich heute nicht mehr an. Ich lasse das alles so stehen, wie es steht. Na, du kommst auf Position. Und dann ist das mal schön. So. Das ist auch noch nicht reif. Das ist auch noch nicht erntereif. Das ist noch gar nicht so weit. So. Wann bist du denn erntereif? Nächsten Monat. Also einmal schlafen und dann ist gut. So, hier können wir uns aber noch den Schwader hinfahren und dann ist aber auch genug heute. Ich habe ja heute Vormittag schon so viel gebaut und Gedöns gemacht hier. Na, sieht doch schön aus. So, dann holen wir uns mal noch einen Träger. Ein Träger. Mit einem Heuwender. Ein Schwader haben wir, jetzt brauchen wir einen Heuwender. So, hier Stimmenfarbe und Gesamtkonzept. Bei dem anderen muss ich noch ein rotes Gewicht dran fummeln. Aber nicht jetzt. So. Haben wir auch irgendwo. Den Heuwender. Da drinnen nicht. In welche Halle denn? In eine da hinten. Wahrscheinlich. Oder wo, oder wie, oder was? Wo ist Heuwender? Kann ich das mal sehen? Die ist leer? Okay, dann kann die doch weg. Wo ist der Heuwender? Die ist auch leer? Ja, hallo? Na, dann wissen wir doch, was hier hinkommt. Hofproduktion. Aber hallo. Sehr schön. So, hier drüben ist, glaube ich, Heuwender, oder? Hab ich mich wieder verfahren. Ja, da ist er ja. Und hier ist auch die Walze. Okay, haben wir uns wieder verfahren. Wo stehe ich denn? Ach, da. Cool. Gut, das... Wir sind gut trainiert. Wir sind gut trainiert. Verfahre ich mich jetzt wieder? Zu Fuß ist anders als draußen, ne? Hier, ne? Oder wie jetzt?
Hier, genau. Die können wir ja hier stehen lassen. So, mach mal ran. Und ab dafür. So. So, so, so. So. Mach's gut, Erna. Wir sind dann mal weg. Ich muss mal gucken, wie groß der Kladderadatsch ist. Ich muss das mal ausklappen. Oh. Was? Mehr ist nicht? Nee, da kommt noch was. Ah. Sehr schön. Was ist nun breiter? Warte mal. Ist ja eigentlich auch egal. Das ist eigentlich wurscht. So, du musst dahinter. Oder machen wir das Feld auch noch fertig? Ist scheißegal, ne? Machen wir fertig. So, erstmal alle Maschinen anschmeißen. Start your engine. Ich stelle dich mal hier wieder auf Träger. Das will ich jetzt wissen. Wie diese Trio hier macht. So, String F. Jetzt hast du den. Sehr schön. Den brauchst du aber nicht auf 25, das ist doch viel zu weit. Da brauchen wir auch keine Ballenpresse. So, dann brauchst du auch keine Ballenpresse. Das ist ja, das geht ja schon mal gleich gar nicht. Ne? Da brauchen wir gar nichts. Die muss doch hinterher ran. Oh, ich bin heute auch, ich habe schon so viel LS heute durchgeballert, heute Vormittag. Das muss doch hinterher. Ne? Erst muss hier. Du bist Nummer 1. Oh, tschakka. Holla, ist aber flexibel, ne? Du bist doch die Nummer 1 hier. Und alles andere ist primär. So, hier, du bist doch die Nummer 1. Du bist der. So. Jetzt muss der andere mal folgen. Hier. Du. Du musst Heu reinholen. Ja. Und Heuballen machen. So. Dann machen wir mal so. Dann machen wir mal so. Und so. Und dann machen wir mal hinten. Aufklappen. Den muss ich jetzt machen. Und anmachen. So. Gerda, du musst dem da jetzt folgen. Verstehen Sie? Gut. Mach, wie du denkst, wenn es schön macht. So, und du folgst wieder hier wie gehabt. So, du kommst schon mal in Arbeitsstellung. Das muss ich jetzt gucken. So. Du folgst der Grüngerda. Nee, hier. Nee. Bist du eigentlich doof? Hier vorne.
Hallo? Nee, da ist nichts mit dem da folgen. Wie kommst du denn auf den? Ihr müsst wirklich hintereinander stehen, ne? Sonst wird das nichts. Du stehst mit dem Gesicht zu dem. Das geht gar nicht. Hier. Nee. Dem. Dem folgst du. Eingeschaltet bist du auf Arbeitsstellung. Hatte ich irgendwie so, ne? So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was das jetzt hier für ein Konzert wird. Hä? So, Helfermarsch. Halt. Nee, so überhaupt nicht. Denk dir hier nicht irgendwelche Spirenzchen aus, sondern hier einfach, ne? Einfach normal. So, und keine Faxen hier, sondern Feuermeier, ne? Schüssen. So. Hallo? Dachte ich mir. Das wäre ja auch ein Ding. Hallo? Hier, du da. Aber du hast auch nichts. Ich hab euch doch eingeschaltet. Sag mal. An? Hinten? Wieso bist du wieder aus? An? Und dann folgst du da hier. Karl Lagerfeld. Jawohl. Oder wie? Hast du den noch nicht? Den hast du noch nicht eingelocht, ne? Gerda kommt schon hinterher. So, hier bitte. Jetzt haben wir es. So, hier. Feuer. Helfermarsch. Jetzt wird's doch ein Konzert. Er ist schon interessant bei mir, ne? Wenn was nicht geht oder nicht gehen will. So, der heult hier rum. Und dann haben wir Heuballen. Hat er schon eins drauf? Nee. Oder? Nee. Ja, wir brauchen ja Heu für die Kühe. Die wollen ja Heu haben. Das können wir da auch gleich reinschmeißen. Oh, das erste kommt zur Welt. Das ist bestimmt noch Gras, ne? Werden wir sehen. So, wir werden mal gleich die hier vor dem Schwader, von dem Wender die Arbeitsgeschwindigkeit erhöhen. Da kann man mit ein bisschen mehr Schmackes hier übers Feld dödeln. Aber erst, wenn er umgedreht ist. So. Ne? 25 Meter sind nie verkehrt. Das passt dann schon. Kommt ihr euch ins Gehege? Ja, genau. Ach, was ein Scheiß. Das ist doch Mist. Das ist doch Scheiße. Nee.
Das geht doch so gar nicht. Der folgt mir natürlich auf meiner Spur hier, aber ich muss vorbei hier. Ich muss doch hier vorbei. Na, das ist ja blöd. Das ist doch doof. Ach, shit. Frau Schmidt, komm mal. Hier, mach mal. Nee, kannst du nicht, ne? Da machst du Alarm, weil was im Weg ist. Ach, das ist ja blöd, dass das olle Ding dahinter breiter ist. Siehst du, jetzt macht er da. Aber der. herrlich. Die Trigger da hinten, naja, nimm das, komm, nimm das Ballen mit. Sehr schön. Ah, shit. Shit, Frau Schmidt. Das gefällt mir nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brauche einen breiteren Heuwender. Warte mal, ich muss die mal anhalten. Sprrr. Ich muss mal im Shop gucken. Heuwender. Heuwender. Wo seid ihr denn hier? Wender. Da. Das ist das, was ich habe. Das hat 17 Meter. Was ist das denn? 8,9 Meter? Ei. Das ist ja schon der größte. Ein Komet, ein Vogelkomet. Na schön. Pass auf, dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir das anders machen. Dich entlassen wir mal. Ja, das muss er selber fahren. Und der braucht hier Vorlauf. Vorlauf. Er muss alleine fahren, für sich. Ohne das Kladderadatsch da hinten dran. Also hier wollte ich die Arbeitsgeschwindigkeit erhöhen, weil das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Hier, warte mal. So, jetzt aber. Feuer mal, Janne. So. Mach du mal. Ja, ich bin ja aus dem Weg. Ich bin ja schon weg. Nee, das kennen wir schon, ne? Du fährst noch mal hin. Nee. Das nimmst du immer hier schön mit. Komm mir nicht so. Das gibt es nicht. So. Jetzt darfst du hier wieder. Hier warst du. In der Spur. Jetzt darfst du wieder weitermachen. Oh, bloß nicht sterben. Mit zwei Krümelgras da hinten. So, pass auf, aber die hauen sich jetzt hier wieder ins Getriebe. Das machen wir mal anders. Hier klappen wir einfach mal die Hörner ein. Komm, ein bisschen kannst du ja noch. Du kommst ja hinterher, ja. So. Stopp mal.
Und klapp mal hoch. Und wieder raus. So, dann ist der nämlich jetzt so vorbei. Und schön ist. Och, ist das aufregend. Ist das aufregend. So. Trotzdem halten wir dich jetzt an. Weil der muss erst eine Runde vor. Gerda sammelt das gleich ein. Der muss erstmal umdrehen, der muss erstmal Vorlauf kriegen. Ja, da musst du mal mit deinem ganzen Maschinenpark klarkommen, ja. Aber ja, auch hier wieder, ne? Wir haben das Feld hinterher aufgeräumt. So habe ich das ja immer am liebsten. Wenn man sie eingespielt hat, ist das ja schön. So, komm, Feuer, Marianne, du fährst ja schon schnell. Warte mal, hat er hier? Dann machen wir den hier auch auf 25. Das reicht. Wieso habe ich den auf 28? So. Ist das ein Kuddelmuddel, ne? Ich finde das aber gut. Ah, herrlich. Der hat ja auch hier eine, ne? Der Schwader, der hat ja auch eine Arbeitsbreite. Aber für Heu, siehst du, das ist einen größeren habe ich da jetzt nicht, Heuwender. Nee, dann muss der auch alleine vor, so wie da der Schwadmäher da hinten. Der muss einfach alleine arbeiten. Was der eigentlich auch kann. Komm. Nee, ist er nicht reif genug. Oh. Hallo, Gehirn. Ist schon außer Betrieb. Hat schon Feierabend. So. Jetzt kommen wir uns aber auch nicht mehr ins Getriebe. Und beide fahren jetzt gleich schnell. Wir lassen den mal noch 1,50 Meter da hinten. So, jetzt sollte das nämlich klappen. So, dann würde ich sagen, Helfermarsch. So, Gerda sammelt alles ein. Sehr schön. Ein Ball liegt hinten von links nach schräg drauf. Ja, gut. Muss man sich merken, bei Heu muss der, ne? Der Heuwender muss alleine los. Das geht nicht im Verbund, weil der Schwader hier einfach zu breit ist. So. Ja, so ist das alles. So, Gerda wird gleich wieder über gewürfeltes Heu stolpern. Weil er wieder von links nach schräg liegt, oder? Nö, schiebt sich den hin. Ne, ist doch schön. So, jetzt klappt er doch mit dem Nachbarn hier. Du machst Heu, wir sammeln ein. Sollte jetzt funktionieren. Da liegen Hümpels rum, das gefällt mir alles nicht. Aber ist egal. Jetzt erstmal. Das Schöne ist ja, wie ich schon sagte, ne, wir haben hier Vorfeld, ja, da haben die Geräte Platz zum Umdrehen. Das ist das, was mir an dieser Map gefällt. Da ist einfach Platz. Keiner kommt irgendwie in Schwulitäten. Das ist einfach schön.
So, mach hinne da, mach da nicht erst noch hier ein Kaffeekränzchen da, mach hier das Heu rum. Also das Gras umdrehen. Und dann haben wir beide Felder weg. Einmal Gras und einmal Heu. Oh, nimm bloß nicht die letzten Krümel mit. Und wieso hast denn die da Beete auch nicht? Naja, muss man nicht verstehen. Muss man nicht verstehen. Komm, mach hin, wir holen dich sonst ein da hinten. Wir sind dir auf den Fersen, weil wir breiter sind. Sonst müssen wir ja wieder anhalten. Oder du musst schneller fahren. Da musst du da vorne 28 fahren. Und du hast ja auch nichts zu tun, außer das Krempel umzudrehen. Na? Du musst ja nur umdrehen. Das werden wir auch mal machen. Lass mich mal da rein. Nee, nicht Job abbrechen. Ich will da einfach nur einsteigen. Muss ich mich jetzt durchtappen? Du? Nee, ne? Durch alle Geräte hier? Das geht ja gar nicht. Aber jetzt bin ich durch. Da! Da bist du ja. Guten Tag. Halt mal kurz an. Das ändern wir mal schnell. Und weiter darfst du. Komm, die anderen rücken dir auf die Pelle. Gib alles. Komm, gib alles, gib alles. Mach, 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 mach. Nicht lang schnacken. Der dreht schneller da hinten. Mach hinne. Und ab dafür. So. Wie die Hörner da, die Fühler da absenkt, ja? Die Beden. Da liegen sie unten. So, ja. Jetzt bist du ein bisschen schneller. Auch wenn es nur 3 km/h sind, aber du spielst dich immer fest am Ende. So, ne. Das ist. Das war ja hier so, auf der Oberon war das ja so hier so ein großes Feld, ne? So Pi mal Daumen. Aber das sind ja jetzt hier nur kleine. Nee, was fährst du zurück? Kannst du nicht vorwärts einfach rausfahren? Ach nee, du musst da den Radius ein bisschen vergrößern. Du kommst sonst nicht klar, ne? So, mach hinne, mach hinne, mach hinne. Die sind gleich da. Der macht die komplette Drehung direkt. Der macht da nicht vorher ein Looping wie du. Ab mit dir. Na. Mensch, ist ja spannender wie ein Krimi hier. Olympiade ist ja, Leichtathletik-Olympiade ist ja nichts dagegen. Oder Schwimm-Olympiade. Wer hat zuerst umgedreht und ist auf der nächsten Bahn? Eieieiei. So, das musst du hier auch mitnehmen. Das, ne? Das musst du auch umschwadern. Das hat hier dein Kollege, hat das hier so hingelegt. Wieso, weshalb, warum? Hat er mir nicht verraten. Na, das ist, kann man so nicht beantworten. Wieso, weshalb, warum. So, du bist jetzt der Meinung, du bist fertig, ne?
Ja, Helfer hat seine Arbeit beendet. Ja, dann müssen wir schon mal schnell weg hier. Das muss auch noch weg. Ja, was hast denn du gedacht hier? Auch wenn das nicht mehr hell, ne? Das funktioniert hier aber nicht. Nee, das muss ich machen. Ab dafür. Ja, ich bin ja schon weg. Ich bin ja schon weg. So, warte mal. Da können wir doch so machen. Und fertig. Und ab. Ah, habe ich den Autopiloten hier nicht belegt? Den Knopf? Ja, muss ich auch noch machen, siehst du? Hab ich nicht belegt auf meinem Lenkrad. Ja, ist scheiße, wenn das alles weg ist und du wieder anfängst, musst die Tasten wieder belegen und naja, irgendwas ist immer. So, schön. Weg damit. Hoch damit, aus damit, zusammengeklappt, fertig. So, ihr habt noch alles eingesammelt, ja? Ne, sehr schön. Sehr schön. So, hier. Das muss noch natürlich mit. Du nicht. Doch, du kannst auch noch mal an. Kannst auch noch mal runter, weil ist ja noch nicht fertig. Liegt ja noch Gedöns unten. Das darfst du alles noch mitnehmen hier. So, und jetzt darfst du... alles rausschmeißen oder beziehungsweise... schmeiß raus, was du hast. Hast du nicht. Gut. Vorne. Aus. V. Aus. V. X. Mensch. Klapp zu. Den Klapperatismus. So, dann darfst du hier wieder, jetzt darfst du hinterherfahren. Alle gleichzeitig nach Hause. Na? So. Genau. So, ab dafür. Ach, Kinders. Ist das aufregend? So. Du hast auch alle Ballen gefunden, die zu finden sind. Ja, dann mal los. Ab nach Hause, die Kolonne. Wo seid's? Na wunderbar. Na, das klappt doch. Wie ein Länderspiel. So. Hier rein. Annemann. So. Ist egal, jetzt fahren wir durch.
Kommt der, ist Pastor, hat der durchgepasst mit seinen, ja, der hat mit seinen, jetzt weiß ich auch, warum der hier im Graben lag letztens, ne, weil der auf 2,5 Meter seitlich eingestellt war. Der ist dann natürlich auch 2,5 Meter seitlich hinterhergefahren. So, passt auf, ihr müsst hier waschen. Du auch, aber du passt da nicht rein. Aber ist jetzt erstmal egal, erstmal entlassen. Tschüssen. So, und dich fahre ich jetzt hier erstmal ins Heulager. Auch entlassen. Eieieiei. So, erstmal hier auf Transportstellung. Dich drehen wir mal um. Die erste Heuladung. Ach, das wollte ich ja zum Kuhstall fahren, ne? So viel wieder reinpasst, passt da rein und der Rest kommt ins Ballenlager. Ja, ist ja nur wurscht, von welcher Seite wir ranfahren. Noch von der anderen Seite ranfahren können. Dann machen wir das so. Dürfte eigentlich wurscht sein. So, heu ist das erste. Nimmst du dir was runter? Kannst du das? Von hier oben? Nee? Schade. Och, wie schade. Das ist aber schade. Hör mal. Das ist aber schade. B. Uah. Was machst du denn hier? So. Warte mal. Wir können das doch, eigentlich kann man das doch hier abladen. Nicht mitfahren. Mach mal weg hier. So. Lass das doch mal los. Das klebt ja immer noch dran. Was ist denn das für ein Müll? Okay. Ah, jetzt füllt sich das auf. Gut, jetzt ist es voll. Dann laden wir den Rest wieder auf. Hier, so noch. Ist noch was. Nimm mal das auch mit. Hier. Der Rest kommt. Ja. Das kommt in, nämlich ins, ne? Heu ist voll. So, komm mal mit. Hier, ruf da mit. So. Und die zwei auch noch. Greif zu. Und hier auch. Greif zu. Supi. So. Dann haben wir hier volle Ladung Heu drin. Das ist schon mal sehr schön. Ja, ne? Ist ja wieder mal eine lustige Sendung heute hier. Mit lauter Pleiten, Pech und Pannen. Aber das ist ja das Schöne. Manchmal stellt man sich ein bisschen doof an, manchmal eben nicht. So, B, Transportstellung.
So, und jetzt renn hier ins Heu. Deswegen habe ich euch ja auch so weit auseinandergebaut. Und noch die beiden. Supi. Da gucken wir nochmal nach. Jawohl. Was sind hier alle unterschiedliche Liters? Was ist denn das? Wenn es schön macht. 31 Stück sind drin. Muss ich jetzt nicht verstehen. Aber vielleicht haben wir auch so ein bisschen komisch abgeerntet. So, gut. Dann haben wir das ja fertig. Du kannst nicht in die Wäsche. Du bist viel zu groß. Aber du. Ihr zwei. Und nochmal, hier ist was, was weg muss. Das muss weg. So. So. Einmal waschen, bitte. Einmal waschen. Einmal waschen, bitte. Waschen, föhnen, legen. Waschen, legen, föhnen. Na, irgendwie so. Drei Wettertaft, ne? Sehr schön. So, du warst ja. Du warst ja, ne? Hier nicht. Da warst du. Hammer. Echter Hammer. Echt der Hammer, hier hast du gestanden. Da hast du gestanden. So, sag mal, ist mein Ding hier voll? Kann ich abziehen? Ja, natürlich. So. Ja, geht wieder. Hier hast du gestanden. Dann hin mit dir, in die Ecke. Nee, das ist noch nicht richtig Ecke. Das ist noch zu weit weg. So. So. So geht das. Einer ist fertig. Auf Oberon habe ich Autodrive gehabt. Das habe ich hier noch nicht. Da habe ich einmal gesagt, hier komm, fahr in dein Zuhause. Fahr in deinen Parkstand. Siehst du, ich fahre jetzt links rum. Ich kenne mich hier noch nicht aus. Aber der muss da hinten hin. Hier musst du rein. Und weg. Nummer 1. Was mache ich mit dir? Du passt doch da nicht rein. Du passt da niemals rein. Na, weißt du was? Dann stelle ich dich hier nämlich mal ab. Einfach mal so, klatsch. Dann fahre ich hier erstmal mit Otto rein. Und dann machen wir das nämlich anders. So, du kannst hier waschen. So, dann machen wir hier nämlich da. Oh Gott, da. Hier. Dann stellen wir da einen Kercher an der Seite. Oh,
Und fertig. Und dann nehme ich mir den Kercher und spritze dich ab. Dann musst du von Hand gewaschen werden. Das ist ja nun mal nicht zu ändern, ne? Weil dreckig in der Ecke sollst du ja erstmal nicht. So. Sieht doch erstmal gut aus. Ach komm, ein Meter geht noch. So. Fertig. Ach so, halt, die Säge brauchen wir nicht. So. Du bist auch sauber hier. Sehr schön. Dann bringen wir dich mal in deine Hütte. Nimm den gelben. Neben den gelben, bitte daneben. Ich hätte dich schon daneben. So. So. Passt. Oh. So, dann kannst du nämlich hier den noch wegbringen. Tja, das ist die Arbeit nach der Arbeit, ne? Die ist ja auch da. Die läuft da nicht weg. Und hier waren wir ja irgendwie so ein bisschen knapp unterm Baum, oder? Kriegen wir schon kaputt. Jawohl. So, weißt du was? Dann stelle ich dich nämlich hier hin. Und nicht irgendwo. Oder hast du hier gestanden? Kann auch sein, dass das hier war. So. Alles klar. Und tschüssen. Gut. So, du kannst nach Hause. Feierabend. 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 So. Renn mit dir hier. Und du noch. Du mit dem falschen Gewicht. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Hier, renn mit dir. Du mit dem falschen Gewicht. So. Reicht? Passt? Nee. Komm. Das muss. Das geht nicht. So. Ja, passt. Mal, kann ich die mal sehen? Alles klar. So. Sehr schön. Das sieht ja aus wie Fremdgehen. Mit einem orangen Gewicht an dem roten Traktor. Das geht ja gar nicht. So, und du kommst hier auch wieder rein in die Halle. Und dann ist das auch schön. Ich muss mit dir Gewicht wechseln fahren. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Komm, das müssen wir machen. Ich kriege ja Augenkrebs davon. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht ja gar nicht. Das müssen wir ändern.
Schmeiß mal ab den Lump. Das ist ja ein Ding. Orange. Bah. Warte mal, was ist das für eins? Steht da was dran? Hallo? 2,3 Tonnen. Konfigurieren. Du doch nicht. Halt. Du da. Das geht ja gar nicht hier. Das ist ja. Was ist das? Ne? Ich glaube, das sieht besser aus, ne? Aber hallo. Naja. Das sieht doch besser aus. Zeig mal. Ja, da kann ich doch besser mit leben. Der ist zwar kein Metallic, aber ist wurscht. So. Männchenskinners. Das ging ja gar nicht. Da hat er das. Ha! Das ging ja gar nicht. So, jetzt darfst du in deine Hütte. Mensch, ins Knäs. Aber der Grüne hat ein grünes Gewicht, ja. Huch, hier, bitteschön. So, bitte jetzt auch. Jetzt ist aber genug gespielt hier am Gas. So. Ja, jetzt ist doch schöner. Licht ist noch an. Hallo, wieso hast du überhaupt Licht an? Wieso ein Dit? So. Ja, jetzt sieht er doch besser aus. Orange, der hat sein grünes Ding da hinten. So, ihr seid wieder weg. Das andere Ding da. Dit, ach, er hat ja noch auf dem Feld rum, oder? Der? Nee, den habe ich gar nicht abgeschickt. Ja, alles gut. Ich gehe jetzt nach Hause. Jetzt ist Feierabend. Ja. So. Ey, wisst ihr was? Ich mache mir jetzt einen Kaffee. Hier. Macht das mal. Sehr schön. Danke, danke. Und ich mache mir die Glotze an und sag tschüss. Huch. So. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.